Aber das Haus ist sehr klein. Edna, Edna, Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mattis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mattis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Harvey, what's happening? Was ist bloß los mit mir? Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Und doch kann ich es nicht gesehen haben. Wenn er ist ja Fantasie. Die ist wie immer zu. Und Fanta du. Bevor wir da reingehen. Ja, richtig hinsetzen. Salontür. Ein Gemälde. Was trinken Sie? Das Gemälde hilft mir gerade gar nicht weiter. Das sagst du. Ich gab mir genügend Zeit, die Flasche aufzumachen. Ist das Mattis dort draußen? Nein. Prost! Cola, du. Traffi. Das Gegenteil von Fantasie ist Cola, du. Oder Cola R, das geht auch. Mattis, der böse Kindermörder. Was? Warum? Edna, Edna, Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mattis verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Oh mein Gott, armer Harvey. Gronk? Wieso Gronk? Edna ist die Größte. Ich verstehe das nicht. Eben gerade war Mattis doch noch hier. Kinder im Keller, ach so. Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Harvey! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mattis. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Da versteckt sich Mattis auch nicht. Also ein MC Escher hätte da noch mehr als eine Treppe gemacht, das stimmt. Genau, Harvey. Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Da müsste man ja erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Ja. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie...
Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja, schon. Aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Nein! Netter zu Alfred? Ha! Dass ich nicht lache! Sei ruhig, Harvey! Immerhin bist du schuld daran! Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ja! Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Das stimmt. Harvey kann man nicht böse sein. Knuddel Harvey! Na, warte! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so! Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Das macht man nicht. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Ja. Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht, Alfred! Bitte! Hilf mir, Edna! Er tut mir weh! Was soll ich denn bloß Alfred? Tun? Alfred? Schubs ihn! Was? Schubs ihn einfach! Schubs ihn die Treppe runter! Ihr wollte Harvey was antun. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich kümmern? Sah nur einen Weg, um dies zu tun. Das sind zu kümmern? Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität! All dein Spaß! Sieh doch! Er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand! Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Oh, hätte man ihn nicht gegen die Wand schubsen können. Ich hätte es mir schon gedacht. Er ist gestolpert. Er wird gestolpert sein. Kann ich speichern? Ich kann nicht speichern. Okay. Was machen wir? Auf wen hören wir? Auf Dr. Marcel oder auf Harvey? Tja, lieber Cutter, jetzt musst du dich entscheiden. Wer wird dein Herzblatt sein? Ich bin auf Harveys Seite. Ich bin auf Harveys Seite und nicht nur, weil er ein Stoffhase ist.
Allein die Tatsache, ja, allein die Tatsache, diese Vorstellung, alles wie ein weißes Blatt neu beschreiben, alles auslöschen und was irgendwie ein Menschen aus oder ein Charakter ausmacht und ihn komplett leer zu machen und das immer wieder, ist so abartig. Kanonische Zustände. Spoiler, Ikarus! Ein Spoiler, Ikarus! Und ich... Nee. Also, nee. Deswegen. Ich meine, selbst wenn wir jetzt sagen würden, dass sie wirklich ein bisschen sehr extrem ist als Kind und vielleicht auch als Erwachsener, wer weiß. Aber die Frage ist halt, was hat die ganze Therapie mit ihr ausgemacht? Aber... du kannst nicht einfach sagen, wir beschreiben dich neu und das ist abartig. Ja. Wait, da? 3 Minuten? Was? 3 Minuten? Was mit 3 Minuten? Mengi. Kata sieht wieder nix, weil sein Chat das ihm nicht anzeigt. Hä? Mengi, what do you mean? Ach, da oben ist eine Abstimmung. Ah, doch, ich sehe es. Ich habe das, bei mir ist alles schwarz auf schwarz, deswegen. Kann ich einfach raustappen? Ja, kann ich. Dann kann ich das nämlich auch sehen. Haha. Höre auf Marcel oder auf Harvey. Eine Abstimmung im Chat. Jetzt oben im Chat ist eine Abstimmung, auf die ihr klicken könnt. Und dann könnt ihr... Die sind immer so in... Ja, die sind ein bisschen... Dadurch, dass es den gleichen Farbton hat, wie den Chat, den man eingestellt hat, sind die ein bisschen unauffällig. Mengi hat da fantastischerweise super schnell reagiert und eine Abstimmung gemacht. Und da könnt ihr abstimmen, auf wen wir hören wollen. Auf Marcel, auf Dr. Marcel, den Kinderquäler und Persönlichkeitsauslöscher, der mit barbarischen, mittelalterlichen Methoden Elektroschocks und Unterdrückung mit diktatorischer und diabolischer Unterdrückung versucht, andere total fast normale Leute irgendwie einzuschränken und in eine Form zu pressen, in eine Norm einzuschnitzen oder einzuelektroschocken. Keine Beeinflussung, ich beeinflusse nicht, ich fasse nur zusammen. Wer guckt denn schon oben? Deswegen, oben muss man hingucken, genau, oben ist die Abstimmung. Oder Edna und Harvey, Harvey, der ein sehr, sehr, sehr extremer Freigeist ist. Ich würde am liebsten für beide stimmen. In eine Form zu pressen wie flüssiges Gold. Genau, wie flüssiges Gold zu pressen. Was spricht denn gegen Marcel? Wie, was spricht gegen Marcel? Sein Name spricht gegen Marcel. Naja, also, ich meine, was er vorhat, ist, sie mit Elektroschocks komplett jeglicher Persönlichkeit und Erinnerung zu rauben und dann neu zu formen. So, dass sie genauso wird wie offensichtlich sein Sohn, weil sein Sohn ist ja so geworden unter anderem aufgrund seiner Erziehung. Zu diesem sehr sympathischen Mark, ja, Markus, klar, Marcel, nope. Ja, was ist denn schlecht? Also Persönlichkeit auslöschend finde ich schon schlecht. Finde ich persönlich schon schlecht. Okay, ihr habt entschieden und ich finde gut, dass ihr Harvey auf Harveys Seite entschieden habt. Ich habe natürlich jetzt nicht gespeichert. Ich weiß nicht, ob ich hoffentlich gibt es einen Speicherpunkt hier vor. Gewalt ist eine Lösung. Edna kehrte nicht in die Anstalt zurück. Die Polizei hat wochenlang nach dem verwirrten Mädchen gesucht, die Suche wurde aufgegeben. Nachdem die Überreste eines blauen Stoffhasen im Meer gefunden wurden. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Mo
Moti kehrte alleine in die Anstalt zurück. Nach 2 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. Ganz viel zu schnell. Bleb musste bei seinem Weg zurück in die Anstalt dringend auf die Toilette. Auf einer Raststätte traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Bleb las, meinst du? Der Spieler fand nie heraus, was ihn da erwischt hatte. Was? Wie gut, dass man die Verantwortung abgeben kann, ja. Creepy Bild, das stimmt. Fand ich ein ganz anderes Zeichenstil, ne? Ach, Poki. Oh nein, das Fahrstuhlgedudel. Ja, das Fahrstuhlgedudel. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Ende. Es habe jetzt trotzdem zerstört und hat Besitz über Edna ergriffen. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass Harvey bei diesem Ende auch irgendwie weg ist. Krass, wie Harvey abgegangen ist. Ja, ich meine... Naja, laut dem Text vorhin habe ich Überreste im Meer gefunden. Sie haben ja einen blauen Stoffhasen im Meer gefunden. Deswegen, das finde ich ein bisschen schade, dass sie in diesem Ende sie jedenfalls das Gefühl geben, dass sie trotzdem von Harvey abgelassen, also dass sie sich trotzdem getrennt haben. Oder es kann natürlich auch sein, dass sie sich wieder mit Harvey vereint hat. Sie ist ja einfach nur ein Teil von ihr. Und dass sie es geschafft hat, also diesen abgespaltenen Teil von ihr, der sie auch beschützt hat die ganze Zeit, wieder mit ihrer Persönlichkeit zu vereinen. Das kann ja auch passiert sein, oder sie ist ertrunken, ja genau. Vielleicht war das doch das andere eine Kanone, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann spielst du da. Habe ich es neue Augen. Ich mag das Spiel, weil es nicht einfach nur lustig ist, sondern auch ein wenig zum Nachdenken anregt. Ja, also, es ist ein fantastisches Spiel. Ich finde es so schade, ich finde es super, dass es noch Habe ich neue Augen gibt, was in den gleichen Stil ist, in die gleiche Art und Weise, noch ein bisschen böser, muss man sagen. Und ich finde es super schade, dass Poki sich nicht daran weitergehalten hat. Ich möchte mal gucken, ob ich hier, wenn ich jetzt weiterklicke... Ah, guck mal. Dann können wir nämlich mal das Ende angucken. Ich könnte... Hätte auch Cutter sein können. Du. Ich bin nicht blau. Ach ja. Ich kann mich auch nicht entscheiden, welches Spiel besser gefällt von den beiden. So, bla, ganz schnell. Sehr nett auch, dass es da einen Speicherpunkt gibt, einen automatischen Speicherpunkt. Das will ich tun, es tut nicht so Spaß haben, aber ich... was? Wollen wir mal gucken, ob das andere kanonisch ist. Schau. Es gibt halt nichts, was das rechtfertigt. Oh nein. Aber sie hat ihn ja nicht aus Böswilligkeit getötet, sondern... aus dem Affekt. Ja. Das ist natürlich Totschlag und kein Mord. Du bist es. Weil sie wollte es ja nicht. Und es gibt trotzdem keinen Grund, das trotzdem zu rechtfertigen. Gewalt gibt es keinen Grund zu rechtfertigen. Aber er ist halt auch nicht gerade der Sympath der Geschichte. Sagen wir mal ganz ehrlich.
So, jetzt gucken wir uns was das andere Ende an. Jetzt hören wir mal auf Dr. Marcel. Nein, armer Harvey. Was? Mit der Zickzackschere! Das sieht aber auch nicht gut aus, der Blick gerade. Edna kehrte in die Anstalt zurück und wurde zu einer charakterlichen Korrektur unterzogen. Ihr neuer Name ist Alfredina. Ihre liebsten Hobbys sind Abwasch machen und Akten sortieren. Dr. Marcel gab seine Karriere auf und kaufte sich ein Hausboot. Er wurde der bisher älteste Olympiateilnehmer, der eine Goldmedaille im professionellen Fischen gewann. Oti ging nicht zurück in die Anstalt. Er wurde professioneller Bankräuber. Als er aus Versehen einen Bankangestellten erschoss, ergab er sich und wurde festgenommen. Tja, welchen Bankangestellten könnte er wohl erschossen haben? Alu wurde letztendlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in ein Energiewesen. Sehr gut, Alu. Glückwunsch, Alu. Der Spieler fand nie raus, was ihn erwischte. Also, wir sehen hier, dass dieses Ende definitiv das Schlechte ist. Denn das ist genau das, was ich meine. Diese, was er offensichtlich vorhat, ist nichts Gutes. Ah, er wurde am zweiten Arbeitstag erschossen. Ah, das habe ich nicht mehr lesen können, war zu schnell. Er will nicht aus ihr einen... Das ist halt dieses Supernormative. Alfredine, super Name, das noch dazu. Er hat aus ihr nicht einen besseren Menschen gemacht, sondern einfach einen weiblichen Klon seines Sohns. Und das ist nicht gut, weil er wollte nicht ihre Persönlichkeit, die offensichtlich Probleme hatte, irgendwie in vernünftige Bahnen lenken. Das wäre was anderes gewesen. Da fehlt ja, wenn man jetzt bei Herodes bleibt, ein bisschen zum Nachdenken anregen, der offensichtliche Laissez-faire-Stil, den Martis angewandt hat, war offensichtlich auch nicht gerade gut. Jetzt könnte man natürlich schon noch fragen, warum hat Edna eigentlich ihren Vater immer Mattis genannt und nicht Papa? Fragezeichen. Ja, Gehirnwäsche. Ja, genau. Und deswegen, das ist definitiv nicht das gute Ende. Das andere ist auf jeden Fall besser, aber da... Wir gehen einfach mal von aus, dass Harvey und Edna wieder verschmolzen sind. Dass dadurch, dass sie jetzt ja die Wahrheit kannte und sich damit auch das auch verarbeiten konnte, hat sie und Harvey zueinander gefunden und ihre Persönlichkeit wieder zu einem gemacht, sodass sie jetzt die Stoffpuppe nicht mehr brauchte, die ein Stück ihrer Persönlichkeit geschützt hat. Vor dem bösen, bösen Bösewicht, dem bösen, bösen Doktor Evil, Dr. Evil Marcel. Mein bester Kumpel aus Schulzeiten hat seine Eltern auch immer mit Vornamen angesprochen. Aber ich persönlich nenne meine Eltern auch meinen Vornamen. Echt? Ich nicht. Und ich kenne auch keinen, der das macht. Krass, also jetzt kenne ich zwei. Wobei, einen. Karada kenne ich und... Karada Trafi kenne ich. Okay, jetzt kenne ich doch zwei, oder? Manny, auf welcher Seite bist du mit Dito? Ich nenne meine Mutter einfach nur Mutter. Ja, ein sehr, sehr schönes Spiel. Mit keinem Happy End. Es gab keines der beiden Endes ein Happy End. Entspricht diese Geschichte der Wahrheit? In der Regel vermeide ich ja irgendeine Benennung. Aber wenn, haben meine Eltern Namen. Ich weiß nicht, ob meine Eltern Namen haben. Habe ich noch nicht darauf geachtet. Bei den Achievements haben wir offensichtlich noch einiges nicht entdeckt, wie man sieht. Da gab es noch einiges, was wir hätten machen können, um hier noch mehr zu haben. Zum Beispiel, das beide müssen glänzen, haben wir nicht hinbekommen. Wo wohnt der Oscar? Copyright-Verletzerin? Dann haben wir hier noch beide müssen glänzen. Wohin stellen die Zwerge Wasserbecher? Klapperin, klappt das mit dem Hebel oder dem Ausgang? Das wird mit der Schlange sein. Vermutlich, wenn wir alles mit der Schlange kombinieren, denke ich mal. Schlauchstellerin, Banky Moon, der Ersatzreifen, seine Brombeeren und ihr Schraubenschlüssel.
Oskar hättest du wohl in der Tonne gefunden. Wie mein Vater vor vielen Jahren mal grob sagte, wenn auf dem Spielplatz ein Kind nach Papa schreit, weiß doch keiner, wer gemeint ist. Das ist wahr, Rengi? Das ist wahr. Kleiner Schmierfink, alle Tische, alle Becken, alles Doktor. Da hätten wir alles beschmiert, okay? Großartig für alles und außerdem eine Hand für Möbel. Comic-Nerd, Captain Unbrauchbar weiß Rat, wenn man alles mit Captain Unbrauchbar... Mondleuchter. Armer Mann im Mond. Déjà-vu. Vermutlich auch, wenn man irgendwie alles in dem Haus kombiniert mit HW oder so. Ja, na egal. Also ich finde es natürlich schade, dass es vorbei ist. Grundsätzlich, weil es ein tolles Spiel war. Und ich HW und Edna einfach unglaublich toll fand. Die Synchronsprecher grandios. Die Ideen, die da kamen. Aber ich finde die Geschichte auch einfach sehr, sehr traurig. Also vorrangig für Edna. Die arme Edna. Weil die ist ja völlig unschuldig in dem Ganzen. Ja, okay, mal von dem Totschlag abgesehen. Der aus dem Affekt war. Und Dr. Marcel sollte sich um Edna kümmern. Die Kackbratze. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Und es gibt ja den zweiten Teil. Harveys neue Augen. Und Harveys neue Augen, da kommt Harvey wieder vor. Also könnte man auch wieder sagen, dass es offensichtlich der blaue Plüschhase nicht Harvey war. Den sie mehr gefunden haben. Nicht wahr? Wir werden es erleben in Harveys neue Augen. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!